Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück an diesem Donnerstag mit Pauli Push 2 im Workshop Level von euch. In dem Fall machen wir weiter mit Pufax, weil Open the Flap and Go Back 2.0 wurde ja schon angeteased in der Levelbeschreibung der letzten Episode und dementsprechend mache ich da direkt weiter. Das Ding ist so ziemlich dasselbe wie Open the Flap and Go Back. Level-ID, falls ihr es nicht kennt, steht hier nochmal da. Nur dieses Mal müssen beide Fahrzeuge wieder nach links zurück. Baumaterial und Budget unverändert. Obwohl es jetzt mehr bewegliche Teile gibt, ist es weiterhin kein Problem, nicht zu teuer zu bauen. Challenge, Lösung unter 25.000 und ohne Stahl. Edit, jetzt wo ich ein paar Replays gesehen habe, ich hätte die Federn weglassen sollen. Nun ist es, wie es ist. PS, vielleicht kommt das Level ja bald bei Kriegern auf YouTube. Ja, tut es. Und ich glaube, das ist genau das, was du meintest. Ja, du hättest die wahrscheinlich weglassen sollen. Aber, ich versuche dir jetzt entgegenzukommen. Ein kleines bisschen. Und zwar will ich wieder tricksen. Ja. Ich will wieder tricksen. Wie ich es auch schon beim letzten Mal gemacht habe. Allerdings versuche ich diesmal eben dann ohne die Feder zu lösen. Wir gucken ganz kurz, ob das Grundprinzip funktioniert oder ob es zu knapp ist. Ist zu knapp. Ich glaube, ich muss den hier dann sogar eher noch eins runter machen. Gucken wir ganz kurz, dass ich das hier wieder gleich habe wie beim letzten Mal. Okay, das klappt. Perfekt. So, ich will den wieder runterfallen lassen, weil ich natürlich jetzt A weiß, wie Pufax das hier gelöst hat. Mit einer Klappe, Mechanismus. Und hier dann eben aufgegangen ist, weil ich es sehr cool fand. Aber da sowas ist nicht meins. Und ich versuche jetzt das hier wieder zu lösen, diesmal ohne Feder. Weil er hat ja quasi gezeigt, er wollte es eigentlich ohne Federn, oder er hätte es am liebsten jetzt ohne Federn gelöst gehabt. Das versuche ich jetzt, ohne Federn zu lösen, aber trotzdem natürlich zu cheesen. Weil sonst müsste ich ja nachdenken, wie es geht. Und das will ich nicht. Ja? Deswegen machen wir es jetzt so. Wir machen hier. Nicht ganz. Beziehungsweise nicht ganz, ist noch ein bisschen untertrieben. Eher gar nicht. Muss vor allen Dingen ein bisschen aufpassen, weil ich brauche hier zwar das Gewicht, aber trotzdem die Stabilität, dass es nicht kaputt geht. Wenn er eben runterfällt. Das will ich natürlich nicht haben, weil auch wenn ich hier trickse, eins bleibt gleich. Mein Ziel ist es wie immer, die Level zu lösen ohne Bruch. Irgendwie. Bisschen mehr Gewicht eventuell. Und ich will natürlich auch unterhalb der 25.000 bleiben. Die er eben als Challenge quasi auserkoren hat. Ja, das möchte ich natürlich auch einhalten. Ah, nicht ganz. Ich glaube, ich muss den hier eher unterhalb haben. Damit halt wirklich so ein bisschen. So ein bisschen greift, mehr oder weniger. Aber da muss ich hier das Gewicht wiederum verringern. Sonst zieht er ihn zu weit nach vorne. Nicht ganz. Bisschen anpassen. Ja, es ist schon tendenziell nicht so schlecht, aber auch eben nicht ganz gut. Das ist schon mal per se okay. Ich bekomme ihn runter. Nur hat leider noch mit Bruch und er kommt hier jetzt auch nicht durch. Wir haben auch keine Hydraulikphase. Deswegen kann ich keine Split-Joints machen. Das heißt, ich muss eigentlich mit weniger Straße auskommen, damit weniger Stoff im Weg ist, was ihn stört.
gestört beim Fahren. Ja. Oh, vielleicht können wir... Müssen wir das hier anders festmachen? Ah, wobei, vielleicht fällt er noch. Er fällt aber nicht so, wie ich es gerne hätte. Ja. Ich bekomme ihn fast runtergefallen. Das wäre schon ganz gut, wenn ich das hinkriege. Wir brauchen hier trotzdem natürlich wieder das Gewicht. Deswegen machen wir hier Holz hin, weil das günstiger ist, als mit Straßen zu arbeiten. Und es ist auch weniger Gewicht. Ah, nicht ganz. Ich brauche hier vorne auf jeden Fall ein Stück Straße. Weil ohne die Straße hat er keinen Kontakt. Er würde einfach wegfallen. Bisschen das Gewicht umlegen. Ja, nicht ganz. Es ist ein bisschen ärgerlich. Theoretisch könnte ich das Level ja schon gelöst haben, weil ich ja weiß, wie es ginge. Nicht ganz perfekt. Können wir das von ihm hier quasi so runterfallen lassen? Also das... Nee, so auf keinen Fall. Ich brauche hier auf jeden Fall was mit Straße. Und ich brauche irgendwas hier an seinen Rädern mit Straße. Vielleicht unten... runter. Ich meine, ich könnte natürlich hier einen relativ langen Arm machen und hier jetzt Gewicht dranhängen. Das würde ihn natürlich umwerfen. Aber dann ist der Aufprall da. Das ist auch eine durchaus schöne Sache. Nicht vorausgesehen, aber es gefällt mir trotzdem. Dass er so stehen bleibt, hätte ich nicht gedacht. So, machen wir den mit zwei von denen. Joink. Joink. Leider bricht das natürlich dann. Brauche ich hier oben die Straße? Ich denke... Ja, das ist eine dumme Frage. Natürlich brauche ich die. Problem ist nur, der Aufprall wird immer ein Problem darstellen. Weil ich den auch nicht verhindern kann. Jetzt müsste ich den hier stabiler machen. Wenn ich aber hier jetzt Gewicht drauf mache... Fällt das anders, oder? Oh, selbst die Straße hält das nicht aus. Und da käme er wieder nicht drüber hinweg. Also das klappt so nicht. Okay. Andere Idee. Andere Idee. Wir machen das hier mit einer Waage in dieser Art. Ich muss ja nur unter 25.000 bleiben. Reicht nicht. Nicht genug Gewicht. Nicht genug Gewicht. Nicht genug Gewicht.
viel wiegst du denn? Also ich meine, ich kann gucken, wie viel er wiegt, klar, aber trotzdem. Was ist denn da los? Ich darf ja auch im Prinzip keinen Stahl benutzen. Okay. Gehen wir auf die schwereren Straßen. Ich glaube, das reicht immer noch nicht. Bald bleibt mir nicht mehr viel übrig. Okay. Ich hab's verstanden. Ich habe es verstanden. Wir müssen den Arm länger machen. Ist okay. Ich kapiere es. Immer noch nicht. Na, er neigt sich schon wenigstens etwas. Jetzt bekommen wir eine Bewegung rein. Gut, das Teil hält nicht, aber... Jetzt müssen wir nur noch eins hinkriegen. Wir müssen die Bewegung auch so anordnen, dass er den runterschmeißt, natürlich. Nicht hochhebt. Ja, etwa so. Ich glaube, da geht es sogar ein bisschen... Das geht mir sogar ein bisschen günstiger auch hin. Ganz. Wir müssen die hier kürzen. Aber das reicht. Ja. Er darf die halt nicht berühren. Wenn er die halt berührt, dann macht's bumm. Schade. Aber wir können ja noch hier, wie auch beim letzten Mal, eigentlich sowas machen. Ihn hier nochmal einen weiteren Grund aufbauen, ist ja gar kein Problem. So, dann sollte er den ein bisschen besser abhalten können. Er fällt leider nicht so gut. Und da macht er noch ein bisschen Rumgezicke. Dem müssen wir leider ein bisschen helfen. Ah, den Kontakt mag er nicht. Bisschen Zeit verzögert. Es ist insgesamt nicht schlecht. Das Problem ist nur, er landet jetzt nicht richtig. Ich muss ihn halt so fallen lassen, damit er auch auf den Reifen landet, damit er hin und her fahren kann. Das ist jetzt das, was mir fehlt. Alles andere habe ich. Ich habe den Mechanismus per se ohne Feder. Das war ja so quasi die Challenge, die ich mir selbst noch geben wollte. Aufgrund des Kommentars von Pufax in der Levelbeschreibung. Dass er eben die... Federn quasi bereut, wenn man so will. Ja, so nicht. Komm schon. Ich muss ihn doch nur richtig fallen lassen. Hier oben runterfügen lassen und rutscht einfach nur zur Seite. Das bringt nichts. Ich muss ihn hochheben lassen. Und ein bisschen mehr Gewicht dran, dass er vielleicht schneller macht. Wenn er es schneller macht, habe ich vielleicht das Glück, dass es hinhaut. Da unten, dass es kaputt geht, das reparieren wir im Notfall noch. Ich krieg den nicht so rum. Haben wir halt wieder hier mehr Gewicht, deswegen brauche ich rechts mehr Gewicht. Sonst wird das nichts.
Dadurch wird natürlich jetzt mein Gerüst wiederum instabiler, weil es schwerer ist. Und es quasi nicht darauf ausgelegt ist. Wie bekomme ich den jetzt richtig rum? Ich denke, dass es so gehen würde. Ich kriege ihn nicht so richtig rumgefallen. Kaputt. Ich glaube, jetzt haben wir das Problem, dass er aufprallt, oder? Nacheinander immer was anderes. Gerade problematisch. So, jetzt haben wir leider wieder den Kontakt zu dem erreicht. Das will ich natürlich nicht. Also müssen wir das Gewicht hier wieder reduzieren. Ah, es ist nicht ganz das Wahre. Okay, vielleicht brauchst du den doch noch. Können den hier auch so machen. Er dreht sich nicht ganz so, wie ich es will. Hilf mir doch mal ein bisschen mit, Oldtimer. Hilf mir doch einfach nur ein bisschen mit. Es ist doch nicht viel, was ich verlange. Komm schon, Kollege. Ich will nur ein bisschen Unterstützung deinerseits. Ja, dass wir hier aktuell immer wieder das Ding kaputt machen, ist erstmal nebensächlich. Ich muss den richtigen Wegschieber hinkriegen. Eventuell einen Ticken später. Dass wir das vielleicht wirklich nach hinten schieben müssen. Ihn ein bisschen später erst erwischen dürfen. Jetzt müssen wir hier gucken, dass wir ihn hier vielleicht ein bisschen höher machen, damit er später kommt. Damit der aus dem Weg ist. Jetzt landet er gut. Jetzt landet er gut. Also müssen wir den hier jetzt einfach nur auf stabiler machen. Und dann könnte es sein, dass ich es habe. Solange ich unter 25.000 bleibe. Zack. Du Sack. Du Sack, du Elendiger. Jetzt will er wieder nicht. Das ist doch ärgerlich. Okay, gehen wir nochmal zurück. Okay, das auch nicht. Das auch nicht. Stück für Stück wieder zurückversetzen, bis wir einen Punkt erwischen. Da kommt er hin, okay. So, wenn ich den jetzt nur runterziehe, ist das hier insgesamt stabiler? Ändert das das hier noch? Okay, er landet noch gut. So. Warum zickt der jetzt bei dem so rum? Das verstehe ich nicht. Warum verändert das hier jetzt, wie er fällt und deswegen, dass er nicht rumkommt? Ha. Ich nehme an, dass es wirklich
irgendwie hier dieser Aufprall ist und deswegen bleibt er hier kurz stehen. Und dieser kurze Stehenbleiber, der ist es, der im Prinzip hilft. Was ist denn, wenn ich die hier größer mache? Das ist echt traurig. Das ist extrem ärgerlich. Okay, wir lassen den mal so, aber machen den jetzt hier. So, dann hält er mehr aus. Aber wir haben trotzdem den Aufheber. Ha! Problem könnte nur sein, dass du ihn abhältst. Ne, er kommt durch. Sehr gut. Und jetzt muss er nur in der Lage sein, das hier wegzuschieben. Aber er müsste genug PS haben, oder? Hoffentlich macht das nicht kaputt. Ja, so viel dazu. Hoffentlich macht das nicht kaputt, sagt er. Ein bisschen traurig gerade. Ich gehofft habe, Verstärkungen wäre nicht nötig. Ich verändere jetzt dummerweise hiermit auch das Gewicht an der Seite. Ja, deswegen fällt der anders. Deswegen klappt das da nicht. Okay. Also das war tendenziell eine sehr gute Idee. Wir müssen nur eins machen. Das hier muss kürzer sein. Ja, wenn der hier kürzer ist, trifft er ihn nicht mehr. Dann hängt er nämlich hier quasi unten drunter. Und dann könnte er vielleicht drüber hinwegfahren. Ich glaube, er muss noch ein Stück kürzer sein. Ach Mann, jetzt macht der den kaputt. Das war aber im Prinzip zu erwarten, gell? Und noch ein Stück kürzer erstmal. Das hat funktioniert. Nee. Auch nicht. Wir müssen den Punkt wiederfinden. Auch nicht. Der funktioniert. So, und dann fährt er gegen und macht das hier kaputt. Was er halt nicht darf. Wenn wir den wegmachen. Oh, er fliegt aber richtig weit jetzt. Perfektes Timing. Er kann gemütlich durchfahren, das freut mich. Aber er ist noch ein Ticken zu hoch hier. Der Kollege. Ja. Ich muss den kürzen. Jetzt fällt der nicht mehr richtig. Ah, der hat doch schon gelunzt. Der hat doch schon gelunzt. Bisschen mehr Power braucht er. Jawohl, ja. So, der sollte jetzt tief genug sein. Es sei denn natürlich, er fährt gerade falsch. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. So, jetzt muss ich nur beruhigen hier, damit er locker drüber fahren darf. Du Sackgesicht! Warum machst du das? Warum musst du das tun? Das hat doch fast perfekt funktioniert. Jetzt klappt gar nichts mehr. Ist auch wieder geil.
Er kippt wenigstens auch richtig. Ich habe letzte Woche noch gesagt, ich will die Folgen eigentlich wieder kürzer halten. Jetzt habe ich hier ein Level, das eigentlich schon gelöst wäre, weil ich ja weiß, wie es mit Federn geht. Aber weil ich mir selbst wieder sowas Blödes einfallen lassen. Ah, der ist so nah dran. Ja, weil ich mir wieder so was Blödes habe einfallen lassen, von wegen, komm, wir machen es ohne Feder und schießen trotzdem. Habe ich jetzt das Problem. Jetzt hier seid ihr im Rumfummel, um dieses Ding hier drüben hinzukriegen. Ich glaube, das ist sogar sehr gut. Jetzt dürft ihr ja nicht mehr allzu viel wackeln, was ich sehr, sehr gut fände. Oha! Ich glaube, er wird nicht durchkommen. Jetzt blockiert dummerweise der Van. Ha! Ja! Ohne Bruch. Ohne Bruch und ohne Feder. Das ist was, wo ich jetzt stolz drauf sein will. Und kann, vielleicht. So, wir teilen die Wiederholung, gucken uns natürlich hier ganz kurz die Lösungen an. Ich glaube, da wurden quasi die anderen nochmal kopiert. Diesmal ist mir die teuerste Variante. Ja, wurde gefedert. Und dann hier noch ein bisschen günstiger, weil die Straße etwas runter geht. So, Nifty auch mit Feder. Aber schön. Das ist halt schon cool. So, dann kommt wieder Pufax. Selber Weg wie vorher auch. Ja, und dann hat meine Methode ohne Feder. Aber gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Habt beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht am Donnerstag mit Workshop-Leveln aus Poly Bridge 2. Samstag, Sonntag mit Master Mode. Bis dahin noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.